Der Pfullinger Weihnachtsmarkt findet kommende Woche von Freitag bis Sonntag trotz Corona-Pandemie statt. Wenn auch nicht wie sonst in der Innenstadt, sondern auf dem Platz bei den Pfullinger Hallen. Dabei gilt 2G. Das wird von den Securities an den Eingängen überprüft. Besucher müssen dazu neben Impf- oder Genesenennachweis ihren Personalausweis mitbringen. Das geplante Schattenspiel in den Pfullinger Hallen fällt aus. Auf dem Gelände selbst gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. Beim Essen und Trinken dürfen die Masken abgenommen werden. Mehr als 50 Vereine und private Anbieter werden den Markt dieses Jahr beschicken.